und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Viele von euch wünschen sich das schon ewig lange, dass ich mal wieder was zu meiner aktuellen Haarpflegeroutine erzähle. Deswegen wollte ich euch heute da gerne so ein paar Pflege- und Styling-Tipps geben. Außerdem zeige ich euch ein paar neue coole Produkte, die für verschiedene Haarstrukturen geeignet sind. Und ein Produkt, was nicht nur für die Pflege, sondern auch zum Stylen geeignet ist, weil eure Haare hier gleichzeitig nämlich noch vor Hitze geschützt werden. Ihr könnt also gespannt sein und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Fangen wir mal mit der Haarpflege an. Wichtig ist nämlich, dass man seine Haare nicht zu oft wäscht. Ich wasche sie nur alle 2 bis 3 Tage, um sie nicht unnötig zu strapazieren. Dann sollte man die Haare vor dem Waschen unbedingt gut durchbürsten. Zum einen wird es euch euer Abfluss danken, weil da dann nicht so viele Haare drin hängen bleiben. Und zum anderen könnt ihr so starkes Verheddern der Haare verhindern und auch Rückstände von Stylingprodukten entfernen. Bei der Haarpflege ist es dann außerdem wichtig, dass man wirklich Produkte verwendet, die auf die eigene Haarstruktur abgestimmt sind. Ich muss sagen, ich habe meine Haare ganz lange falsch beurteilt. Ich dachte immer, ich habe dicke Haare, aber eigentlich habe ich nur viele Haare, die dafür aber fein sind. Das neue Nivea Haarmilch Pflegeshampoo und die dazugehörige Spülung gibt es jetzt für feine, für normale und auch für dicke Haare. Die Wirkstoffe in den Produkten sind so konzentriert, dass sie wirklich an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Haarstrukturen angepasst sind und jedes Haar das bekommt, was es braucht, ohne beschwert zu werden. Die Haarmilchprodukte stärken das Haar von innen heraus, regenerieren und schützen es außerdem, wodurch man dann schön geschmeidig glänzende Haare hat. Aus Erfahrung weiß ich, dass man immer mal dazu neigt, zu viel Produkt zu verwenden. Beim Shampoo reicht wirklich ein walnussgroßer Klecks aus. So können die waschaktiven Stoffe die Kopfhaut nicht austrocknen oder den Haaren Feuchtigkeit entziehen. Gerade wenn ihr trockene oder spröde Haare habt, ist es auf jeden Fall sinnvoll, eine Spülung beim Haarewaschen zu verwenden. Das macht die Haare einfach geschmeidig und anschließend auch gut kämmbar. Auch die Nivea Haarmilchpflegespülung gibt es natürlich wieder für feines, für normales und für dickes Haar. Durch diese individuell abgestimmte Pflegeformel hängen die Haare nicht irgendwie beschwert runter nach dem Haarewaschen, sondern haben wirklich einen schön lebendigen Schwung. Jetzt ist es natürlich nach Shampoo und auch Pflegespülung immer wichtig, die Produkte wieder gut auszuspülen, damit keine Rückstände im Haar bleiben. So hat nämlich Volumen keine Chance und die Haare werden außerdem schneller wieder fettig. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt kann man die Haare am Ende nochmal kalt ausspülen. Ich weiß, das kostet ein bisschen Überwindung, aber dadurch schließen sich die Haarschuppen und das sorgt wiederum für zusätzlichen Glanz. Die Haare sind gewaschen, wir sind fertig mit Duschen, wir kommen aus der Dusche raus und jetzt ganz wichtig, nicht mit dem Handtuch die Haare irgendwie grob trocken rubbeln, sondern wirklich nur vorsichtig ausdrücken, damit diese noch aufgequollene Schuppenschicht nicht irgendwie verletzt wird. Und bevor ihr in irgendeiner Art und Weise mit Hitze arbeitet, sei es jetzt mit einem Föhn, mit einem Glätteisen, mit einem Lockenstab, was auch immer, solltet ihr unbedingt einen Hitzeschutz verwenden. Das ist ganz wichtig, damit die Haare durch die Hitze nicht strapaziert werden. Die Nivea Haarmilch Pflegesprühkur pflegt die Haare bis in die Tiefe, entwirrt sie außerdem, sodass sie leichter kämmbar sind und schützt vor Hitzeschäden. Die gibt es auch wieder für feine, für normale und für dicke Haare. Vor dem Anwenden kurz gut schütteln und dann nur in den Längen verteilen, damit die Kopfhaut nicht fettet. Und beim Hitzeschutz ist es wichtig, dass man den kurz einwirken lässt. Also nicht direkt Haare föhnen oder glätten, sondern vielleicht erstmal eincremen oder schminken, sodass sich einfach wirklich die volle Wirkung entfalten kann. Wenn ich jetzt meine Haare föhne, dann föhne ich die immer vom Ansatz runter in die Längen, damit die Schuppenschicht geschlossen bleibt. Immer erstmal so bei mittlerer Hitze und dann später puste ich sie nochmal auf der kältesten Stufe durch. Das sorgt einfach nochmal für mehr Glanz. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel Locken machen wollt, dann könnt ihr das entweder direkt nach dem Haareföhnen machen, da habt ihr ja schon einen Hitzeschutz verwendet, oder ihr könnt aber auch am nächsten Tag machen, weil diese Sprühkur auch im trockenen Haar angewendet werden kann. Wichtig ist nur immer, gut einwirken lassen. Um jetzt wirklich für eure Haare die perfekte Pflege zu finden, müsst ihr natürlich wissen, was für eine Haarstruktur ihr habt. Am besten schaut ihr dazu jetzt mal in die Infobox, da sind noch ein paar Stichpunkte aufgelistet. Dann könnt ihr einfach mal eure Haare so ein bisschen anschauen und versuchen rauszufinden, ob ihr eher feine, normale oder dicke Haare habt. Ich hoffe sehr, dass diese Tipps für euch nützlich waren. Das sind wirklich so die Dinge, die ich in meiner Haarpflegeroutine immer beachte. Schreibt mir doch unbedingt mal in die Kommentare, auf was ihr bei eurer Haarpflegeroutine nicht mehr verzichten könnt und auch, ob ihr wisst, was für eine Haarstruktur ihr habt. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr dem Video eine Bewertung da lasst. Hier könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann findet ihr jetzt da meine Playlist mit allen Videos. Ansonsten, wünsche ich euch einen schönen Tag. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.